der Jugend, der Juniorenstufe, was einfach immer geheißen, ich bin zu klein und ich bin zu leicht und ich werde es eh nicht mehr arbeiten in der nächsten Stufe. Und das war zum Teil immer schwierig, dann musste ich es allen eigentlich immer müssen doppelt und dreifach zeigen. Und jetzt kommt die Alina Mancini an die Scheibe. 2-0 EV Zug, Mancini. Und der bringt das 4-0. Aus dem Box. Mancini, fünftes Tor in den letzten zwei Spielen. Ich bin Lina Marcini vom EV Zug. Wir sind jetzt hier in der Eishalle in Luzern, wo alles angefangen hat für mich. Ich habe hier mit 3 meine ersten Schritte auf dem Eis gemacht. Ich habe dann meistens meinem Bruder zugeschaut, der 5 Jahre älter ist. Ich habe auch gleichzeitig das Spiel von ihm verfolgt und von meinem Vater, der dazu auch noch gespielt hat. Mit 3 konnte ich noch nicht wirklich richtig spielen. Das ist mir ein bisschen auf dem Eis rumstehen und rumgleiten. Aber ich konnte dann ziemlich schnell schon eigentlich gut können Schleifschuh fahren. Ich weiß auch nicht wieso, aber ich habe es einfach sehr gerne gemacht und das immer wieder gemacht. Und darum bin ich so früh schon aufs Eis gekommen und habe so früh schon spielen. Und jetzt freut es mich, dass ich hier wieder zurückschreien darf und meinem Bruder wieder zuzuschauen, wie er auf dem Eis ist. Ich denke, es war sicher cool, dass er aufgeschaut hat an mich. Wobei er sicher auch nervig war manchmal, weil er auch immer nicht im Mittelpunkt war. In dem Moment bin ja ich dann im Mittelpunkt gewesen, aber ja, es war sicher cool, als er dann nachher auch aufs Eis kam, als wir zusammen, zwar nur Bambini, aber zusammen gespielt haben. Auf einer Seite ist es sicher cool, mit dem Bruder zu spielen. Auf der anderen Seite ist vielleicht, musst du aufpassen auf den kleinen Bruder, dass der andere nicht zu nahe kommt oder so, aber es war sicher sehr lustig gewesen. Ja, es hat eigentlich so angefangen, dass ich eben die Spiele bin schauen, vom Bruder oder vom Vater. Bin ich da auf der Tribüne gesessen und habe, soweit ich mich noch zurückerinnere, immer einen Ball und einen Stock dabei gehabt und habe eigentlich auch immer wollen aufs Eis gehen, weil ich da zumal aber noch ein bisschen zu jung war. Ja, so hat es angefangen. Und so habe ich nachher, ist es weitergegangen, dass ich aufs Eis durfte, schon recht früh, eben mit dem Bruder ab und zu schon. Und ja, das Ganze ist so ins Rollen gekommen und bin ich eigentlich in die freie Zeit, in die freie Minuten, bin ich hier auf dem Eis und frei Eislauf oder dann schon früh im Club im HC einsteigen. Und ja, so hat dann das Ganze angefangen. Ich denke, jedes Mal, wenn ich hier zurückkomme, ist es speziell. Es klingt jetzt blöd, aber der Geruch von einem Eisstadion, und das sind so die ersten Erlebnisse, die ich hier erleben konnte, mit Sport verbunden. Wie gesagt, draussen hat es noch etwas anders ausgesehen. Es ist noch nicht deckt und wir waren draußen vielfach auf dem Eis. Und ja, es ist halt immer speziell, wieder, es ist für mich wirklich auch ein Heim, weil ich so viel Zeit hier verbracht habe. Und darum ist es, ja, wie gesagt, es ist immer sehr speziell, wenn wir hier zurückkommen. Und das Stadion sieht eigentlich mehrheitlich noch gleich aus. Es ist immer noch kalt drinnen und ja, es ist heimelig, es passt zu Luzern und ja, ich fühle mich immer wohl, wenn ich hier komme. Ich glaube, Vordergrund war der Spass, den wir beide hatten, am Eishockey. Wir konnten aufs Eis gehen, können Freude an Seich machen. Wir hatten auch ein kleines Umfeld gehabt zwischen dir, was es halt gegeben hat. Ja, aber das gehört dazu und das war unsere Passion. Das ist ja heute noch bei beiden. Ja, ich denke, Vorbilder waren sicher der grosse Bruder. Aber mit den 5 Jahren Unterschied, die wir zwei haben, ist es schon so, dass vielleicht für ihn nicht immer so angenehm war, aber ich wollte immer bei ihm dabei sein. Mit seinen Kollegen oder mit ihm rausgehen, Hockey spielen auf der Straße oder eben hier auf den freien Eis laufen. Ich kann es mir jetzt vorstellen, jetzt, als ich älter bin, ist nicht immer angenehm und einfach für ihn. Aber für mich war das Größte, um mit Jungs und mit ihm in dem Alter, wo er war, mitspielen zu können. Darum war er sicher ein grosses Vorbild, aber auch der Papi natürlich. Aber ich habe natürlich schon mehr Zeit mit ihm, mit dem Luca auf dem Eis verbracht, als mit meinem Papi. Ich glaube, wenn der Jünger, in dem Fall ich, bin eher ein bisschen der, der zeugelt hat oder ein bisschen, ihn genervt hat. Und dann, ja, ist es ein bisschen, wenn es mal ein bisschen zurückgekommen ist, dann bin ich auch der, der ein bisschen, ja, soll ich sagen, hässig war und nachher zu den Eltern bin vielleicht. Aber ja, es hat auch umgekehrt mal Unfall gegeben. Aber ich denke, so alles im Rahmen, was halt zwischen zwei Brüdern passiert. Er war immer ein Quirliger,
er hat immer etwas müssen machen und immer etwas mit Sport. Was, ja, es ist, wenn ich in die Pubertät gekommen bin, hat es halt geheißen, ja, ich wollte halt vielleicht mal mit den Freunden raus und er nur Sport machen. Ich habe es natürlich auch genossen, wenn ich auch wählen gehe, natürlich. Ja, er war immer aufgelegt, er wollte immer Hockey spielen eigentlich auch. Ich wollte immer halt Sport machen und das realisiert man in diesem Alter gar nicht. Eben, er war 5 Jahre älter, hat zum Teil andere Interessen schon gehabt. Und ich habe natürlich nur gedacht, jetzt kommt er mit mir wieder raus spielen und jetzt musst du nicht wieder das und das machen, komm doch einfach mit mir spörteln oder eben Hockey spielen oder was auch immer. Und, ja, im Nachhinein, ich bin natürlich überglücklich, dass ich so einen Bruder hatte, der viel mit mir spielen konnte. Und ich bin natürlich auch dankbar, weil die Stunden haben es gebracht. Die Zeit, die wir zusammen können spielen konnten, ist unglaublich. Und wir erinnern uns immer gerne daran. Und darum ist es für mich, zum Zurückschauen, sehr etwas Dankbares. Und das schätze ich sehr, dass ich so einen Bruder hatte, wenn er auch nicht immer wollte, aber gleich ist er rausgekommen und hat Zeit mit mir verbracht, mit seinem 5 Jahre jüngeren Bruder in dem Sinne. Ich habe es ja auch gerne gemacht, muss ich natürlich auch sagen. Jetzt, wenn ich zurückschaue, war es natürlich schön, viel mit ihm zu machen. Oder? Ich weiß nicht, wie viele Brüder das auch machen, aber schlussendlich habe ich es auch genossen oder gerne gemacht. Ja, dieser Ort hier ist schon eine spezielle Bedeutung. Ich bin recht viel nach der Schule hier gewesen, mit meinen Kollegen. Wir haben hier Fußball gespielt die ganze Zeit. Es ist eine riesige Nachbarschaft hinten dran. Also, es sind eigentlich Kinder von überall gekommen. Und es war eigentlich so der zentrale Platz, gewesen, wo alle Fußball gespielt haben. Und darum ist es ein mega spezieller Ort für mich, weil hier x Stunden verbracht habe, gerade hier neben dem Musikmauer. Es war wirklich ein cooler Ort, gewesen, zum Fußball spielen und zum mit den Kollegen sein. Ich liebe es, Fußball zu verfolgen, europäischen Fußball. Juventus Turin ist sozusagen meine Lieblingsmannschaft. Das ist eigentlich meine erste Fußballentdeckung, die ich gemacht habe. Ich habe Juve-Liebling bekommen, Juve-Hosen und Stülpen. Und darum habe ich das eigentlich immer beibehalten. Ich gehe sehr gerne Fußball schauen, auch hier zu Luzern. Und allgemein, ich bin sehr eine fußballbegeisterte Person. Das Hockey habe ich mich entschieden, weil es einfach irgendwie von Anfang an schon klar war, dass ich das wollte. Das Hockey war so tief verankert, dass ich das einfach immer wollte. Ich wollte immer einen Stock haben und einen Ball. Und ich bin so gerne Schlittschuh gelaufen. Ich habe so gerne einen Schleifschuh angehabt und war auf dem freien Eislauf. Und darum war für mich eigentlich nie eine Frage, ob ich Fußball oder Hockey, sondern es war einfach mehr. Ich wollte so lange Fußball spielen, wie ich kann. Und dann, wenn ich mich entscheiden muss, dann habe ich mich für das Hockey entschieden. Es hat sicher ein oder andere schwierige Situationen gegeben, vor allem in der Jugend, in der Juniorenstufe, wo es einfach immer geheißen, ich bin zu klein und ich bin zu leicht und ich werde es eh nicht mehr arbeiten in der nächsten Stufe. Und das war zum Teil immer schwierig, dann musste ich allen eigentlich immer müssen doppelt und dreifach zeigen und immer wieder beweisen. Aber ich bin heimgegangen und meine Eltern und meine Brüder haben mich unterstützt und haben gesagt, ich soll meinen Weg machen und auf mich schauen. Und das habe ich probiert umzusetzen. Und das hat mich dann auch immer stärker gemacht, um einfach wirklich auf mich zu schauen, meinen Weg zu gehen und nicht links und rechts zu schauen, sondern immer geradeaus führen zu schauen und meinen Weg zu machen. Und darum sind schwierige Situationen gewesen, aber die haben mich eigentlich als Person stärker gemacht. Es war sicher so gewesen, dass ich mit dem Grossvater viel trainiert habe zusammen, weil er doch ein sehr guter und aber auch ein strenger Trainer war. Aber er hat mir sehr viel beibringen für Disziplin auch. Und Arbeitseinstellung und darum, ich glaube nicht, dass ich irgendeines Mal ins Kunstturnen einsteigen, aber sicher durch das Kunstturnen und durch die vielen Trainings mit ihm konnte ich Beweglichkeit können trainieren, Kraft allgemein und sicher etwas, was ich bis heute noch mitnehmen konnte. Ja, also er hat eigentlich mich trainiert, aber ich bin nie eigentlich ins Kunstturntraining gegangen, aber er ist mehrere Jahre auch im Sommertraining beim EVZ auch, hat er bei uns in der Mannschaft eins in der Woche ein Training gehabt. Dann bin ich auch privat noch zu ihm gegangen und dann, als ich in der Sportschule war, in Kriens, bin ich zweimal in der Woche am Morgen mit ihm zusammen im Fitnesscenter gewesen. Und der, also mein Grossvater hat uns eigentlich trainiert, mich und einen Kollegen, der auch Hockey gespielt hat. Und ja, so konnte ich sehr viel mitnehmen und sehr viel profitieren von ihm.
dass ich stolz bin von Lino, das kann man wirklich so sagen. Und das sage ich auch gerne allen Leuten. Also ich habe gesagt, ich habe jetzt Luzern auch Nummer 46 genommen, als Rückennummer vom Trikot. Und dann haben die Leute gesagt, ja, wer hat es denn zuerst? Ich habe gesagt, ja, der Lino. Und es ist auch Zeit, dass ich mal nicht zu viel stolz sein kann. Ein Lehrer hat so eine Karriere angelegt und so eine super Form hat. Also, ja, Zeit zum Stolz sein für ihn. Der NHL ist mein Traum, ist auch jetzt noch mein Traum. Aber das sind halt immer Träume. Und es ist immer ein langer Weg, bis man endlich so weit ist und bis man so weit kommt. Und darum bin ich, ja, wenn ich manchmal darauf reflektiere, bin ich sehr stolz, wie weit ich es geschafft habe. Der Weg ist hoffentlich noch nicht fertig, aber ich bin sehr, sehr, sehr glücklich, wie es bis jetzt abgelaufen ist. Es gibt immer noch weitere Träume und größere Sachen, die man will erreichen will. Ich hoffe, ich bin noch nicht angelangt an meinem Ziel. Ich bin wirklich ein Familienmensch und ich finde es immer cool, wenn meine Eltern das Spiel schauen können. Und ich finde es mega cool, dass all meine Großeltern mich gesehen live spielen, in der ersten als in der obersten Liga. Dass ich an einer Weltmeisterschaft dabei sein durfte. Das sind alles Momente, wo man davon träumt, wo einem glücklich machen und wo man hoffentlich mal seinen Kindern weitergeben kann und weiterverzählen. Das sind sicher so zwei, drei kleine Details, die ich immer in Erinnerung behalten werde.